Hi Leute und willkommen zu einem neuen Dungeon Boss Guide von der Shadowlands Beta. In diesem Video dreht sich alles um den dritten Boss aus dem Dungeon, die nekrotische Schneise, und dabei handelt es sich um den Chirurg Fleischnaht. Ja, der Boss selbst ist zu Beginn des Kampfes nicht angreifbar, er steht hier oben geschützt auf seiner Plattform, dort kann er keinen Schaden erleiden und erweckt hier so eine Monstrosität, die wir zunächst bekämpfen müssen. Diese Monstrosität hat einmal die Fähigkeit, wo ist er? Verstümmeln. Verstümmeln ist quasi ja so ein Melee-Hit auf den Tank, der halt massiven Schaden verursacht und entsprechend halt weggeheilt werden muss. Die zweite Fähigkeit, die den Raid betrifft, ist die Fähigkeit, ihr seht es hier, Fleischerhaken. Ein Spieler wird, in dem Fall bin ich es sogar, markiert und wird dann nach kurzer Zeit an den Boss, an die Monstrosität herangezogen, erleidet Schaden und das wäre ein guter Zeitpunkt, um den Death-CD zu benutzen, da man diesen Schaden ansonsten nicht avoiden kann und ja im Übrigen halt weggeheilt werden muss. Fleischnaht selber, habe ich ja gesagt, der steht oben auf seiner Plattform und macht erstmal nichts, beziehungsweise ist nicht angreifbar. Er macht natürlich schon was und zwar beschießt er den Raid mit der Fähigkeit Nährnadel. Nährnadel ist einfach so ein Cast, der random die Spieler trifft und so ein Blutungsdebuff hinterlässt. Der muss also dann letztendlich auch von dem Heiler weggeheilt werden. Da kann man nichts gegen machen. Und was noch bei diesen Monstrositäten spannend ist, ist die Geschichte, dass er hier so einen stackenden Debuff auf sich drauf hat und pro Stack verursacht er zumindest im normalen Modus 3% mehr Nahkampfschaden. Das ist also eine Fähigkeit, die quasi auch Fleischnaht auf seine Schöpfung sozusagen castet, damit die ja nach und nach immer stärker wird und letztendlich halt auch von uns Spielern irgendwann down gemacht werden sollte. Die letzte relevante Fähigkeit, das seht ihr hier schon, das ist diese Pfütze, das ist die Fähigkeit Einbalsamierungssekret. Das heißt, der Boss schießt von da oben halt so ein Schuss in die Gruppe rein. Wenn man da natürlich da steht und sich davon treffen lässt, erleidet man Schaden. Hinterlässt eine Void Zone, auch eine klassische WoW-Fähigkeit. Denke, muss ich nichts weiter zu erklären, nicht treffen lassen, nicht drinne stehen. Ja, und das ist im Endeffekt dann auch der ganze Fight und der ganze Fight-Ablauf. Ihr seht schon hier wieder da oben. Er weckt jetzt eine neue Schöpfung, nachdem wir die erste gekillt haben. Gleich müsst ihr auch irgendwann mal von seiner Plattform runterspringen und angreifbar sein. Weil ihr müsst ja letztendlich auch den Boss irgendwann down machen können. Hat auch nicht gerade viel HP der Boss, weswegen ihr das in wahrscheinlich 2, maximal 3 Phasen vielleicht hinbekommen solltet. Aber ja, das sind im Wesentlichen die Fähigkeiten. Jetzt habt ihr das gesehen. Der Boss ist jetzt angreifbar für uns das erste Mal, während noch 2 von diesen Ads aktiv sind. Und ja, der Boss, der, wenn er einmal unten ist, dann platzt er natürlich. Das wird dann auch wahrscheinlich, gerade in höheren Keys wahrscheinlich der Moment sein, wo ihr dann auch vielleicht Blattlast ziehen werdet, um einfach zu versuchen, den Boss dann auch vielleicht in einer Phase sogar schon down zu machen. Wir schaffen es jetzt hier nicht ganz. Er springt noch einmal zurück. Gerade ein bisschen Chaos in der Gruppe, ihr seht schon, der Tank ist gestorben. Jetzt läuft die Abo auch nach oben. Ich weiß nicht, ob das intended ist, aber ja, wie gesagt, letztendlich sind das alle Fähigkeiten, die dieser Boss kann. Und auf Heroic und im mythischen Modus kommt auch nicht wesentlich Neues dazu. Deswegen, habe ich soweit alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr einen Like da lasst und eventuell auch einen Follow auf YouTube, Instagram oder auf Twitch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye.